So, ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass es weitergeht. Also jetzt willkommen zum zweiten Vortrag hier auf dem Grinding Hub Forum am zweiten Tag der Grinding Hub in Stuttgart. Ich hoffe, es bleiben noch ein paar Leute stehen, weil es gibt ein sehr interessantes Thema. Wenn man das liest, Ultraschall, könnte man meinen, es wird laut, aber im Gegenteil, es wird fein und präzise. Ich darf Ihnen vorstellen, Herrn Münz, technischen Geschäftsführer der Ultratec-Anlagentechnik Münz, und er wird uns und Ihnen etwas vorstellen, neue Wege in der Entgratung dank Ultraschall. Herr Münz, bitte sehr. Was möchte ich Ihnen vorstellen, was möchte ich Ihnen erzählen? Als erstes ganz kurz eine Vorstellung von mir und von unserem Unternehmen. Aber der Hauptfokus liegt auf die anderen Dinge. Ganz kurz auch Geschichte, sonst technische Funktionsweise und ganz viele Beispielbilder, Anwendungsbilder, damit Sie sich einfach mal eine Vorstellung haben, was mit Ultraschall möglich ist, beziehungsweise was auch nicht möglich ist. Mein Name ist Dieter Münz, 52, Mitgründer und technischer Geschäftsführer der Ultratec Anlagentechnik, 2019 gegründetes Startup, und ich selber, wir haben klassischer Ingenieurwerdegang mit vielen möglichen Stationen gehabt. Und warum das gekommen ist, 2019 ist erst noch was über das Unternehmen. Wir sind ein klassisches Startup, aktuell 10 Mitarbeiter, gegründet, wie gesagt, Mai 2019. Und wir haben mehrere realisierte Projekte. Und wir haben auch drüben in der Startup Area in Halle 10 einen kleinen Stand, klein aber fein. Wie ist das alles zustande gekommen? Geschichte Ultraschallentgraten. Die erste Veröffentlichung davon gibt es schon seit 1997. Haben viele Forschungsprojekte, gab es dort angefangen, University of Singapore, und es gab auch dann 2015 bis 2019 in Stuttgart am Fraunhofer IPA ein Forschungsprojekt zusammen mit Weber Ultrasonics, Hemo Hösel und LPW, den Reinigungsanlagenhersteller. Alle Forschungsprojekte an den Universitäten und auch am Fraunhofer IPA haben, wie ich immer sage, einen ganz leichten Denkfehler gehabt. Die haben alle gemeint, sie sind super praxisnah und haben super Ding, indem sie alle vergleichende Untersuchungen an reellen Bauteilen machen. Wenn Sie jetzt Praktiker sind, dann wissen Sie aber, wenn Sie 1000 Bauteile zerspannen, egal ob fräsen, drehen oder schleifen, der Grad ist nicht 1000-mal gleich. Und 1000-mal, und wenn Sie dann Versuche machen, ist natürlich der Unterschied vom Werkstück schon so groß, dass Sie eigentlich feine Nuancen am Prozessunterschied gar nicht so einfach merken. Deshalb gab es bis 2019 nur ein Handentgratungsmodul von der Firma Weber Ultrasonics, sowie Komponenten zum Ultraschallentgraten von Weber bzw. von Hermann Ultraschall. Dann kam vorher schon eigentlich 2018 was ganz anderes. Mein jüngerer Sohn Jonas, das ist der hier, der musste von der Schule aus mal ein Praktikum machen und musste einen einzigen Tag mithelfen, kanalierte Schrauben, Querbohrungen zu entgraten. Nach diesem einen Tag ist er heimgekommen und hat gesagt, das ist ja eine solche Sklävlingsarbeit, er findet jetzt was, dass es niemals mehr jemand entgraten muss. Ich habe ihm dann gesagt, okay, mach was draus, ich unterstütze dich, wo es geht, ist kein Thema nicht, weil ich habe schon viel bei uns im Schülerforschungszentrum Jugendforschprojekte betreut. Und er hat dann zusammen mit seinem Freund Jakob Rehberger sich dem Ultraschallentgraten angenommen, aber viel ganzheitlicher und viel offener, weil so Jugendliche mit 16, 17, die haben das nicht, was mir ganz oft, mir alte Knacker, wie ich mich dazu zähle, haben ganz viel Berufserfahrung, weil die machen oft auch blind. Was die nämlich als allererstes dann gemacht haben, haben gesagt, das ist Blödsinn, das einmal Bauteil zu machen, weil der Grad ja immer anders ist. Strich, sie haben dann eine einfache,
klasse Vorrichtung konstruiert, wie sie 11-mütige Metallfolie haben können, immer genau gleich einspannen. Und 11-mü-Folie gibt es von jedem Metall zu kaufen. Und dann haben sie einen referenzierbaren, wiederholbaren Versuch gehabt und konnten dann ganz viele Versuchsreihen machen und schauen, was passiert, wenn ich Wassertemperatur ändere, wenn ich Amplitude ändere, wenn ich Bestrahlwinkel ändere. Und dann sind die zwei hinter die physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten gekommen, chemisch auch, weil das ganz viel im Wasser ja stattfindet. Und haben damit 2019 bei Jugendforsch den höchstmöglichen Preis gewonnen, den sogenannten Bundessieg, Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit. Wir haben schon 3 Tage vorher aber GmbH gegründet, weil ich gesagt habe, hey Jungs, das ist viel zu gut, als dass ihr dort zur Jugendforsch geht und irgendwelche Preise vielleicht gewinnt. Damals war es ja noch nicht klar. Sondern wir gründen eine Firma und wir versuchen, das marktreif zu bekommen. Und so ist eigentlich die Gründung. Deshalb Bundessieg Jugend forscht, Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit war 19. Mai, Gründung GmbH war 16. Mai, 3 Tage vorher. Wie funktioniert die ganze Geschichte? In einem Wasserbecken gibt es eine oder mehrere Ultraschall-Sonotroden. So aus. Die Sonotroden, die schwingen in der Eigenresonanz vor und zurück. Schwingweg ungefähr 0,25 mm. Also plus minus 125 μ, 20.000 Mal in der Sekunde. Was passiert da im Wasser? Geht die Sonotrode nach vorne, schiebt das Wasser nach vorne. Weg natürlich, wie eine Art Düse. Geht die Sonotrode zurück, kann das Wasser nicht schnell genug zurückfließen, weil das natürlich sehr hohe Beschleunigungen hat. Strich das Wasser reißt auseinander, es gibt Kavitation. Geht die Sonotrode wieder nach vorne, drückt die Kavitationsblase erstmal zusammen, sie, wie man schön sagt, sie schaukelt auf und nach gewisser Anzahl von Schwingungen implodiert die Kavitation und es gibt wieder zur gleichen Zeit, wenn die longitudinale Schallwellen nach vorne gehen, gibt es auch den sogenannten Implosion, den Jet nach vorne und dann bekommen sie im Wasser, wie man schon sagt, eine diskontinuierliche Strömung. Also sie haben eine Strömung, die ist 20.000 Mal in der Sekunde da, aber die ist auch 20.000 Mal in der Sekunde nicht da. Und wenn sie jetzt ein Bauteil davor hinhaltet mit einem Grat, dann fängt der Grat sich an, ganz leicht zu bewegen. Aber das auch 20.000 Lastspiele in der Sekunde. Strich nach 20.000 Lastspiele, das ist wie dann in Ihrem Kugelschreiber, Sie spielen rum, irgendwann macht es Klick und er ist weg. Und deshalb können wir fast materialunabhängig entgraten, aber immer nur scharfkantig, aber gradfrei. Also wir können keine Phasen anbringen, aber wir können scharfkantig, aber gradfrei, fast materialunabhängig entgraten. Hier ist gerade die Zusammenfassung, wie gesagt, scharfkantig, aber gradfrei. Das funktioniert aber sowohl innen als auch außen. Deshalb können wir zum Beispiel auch die kleinste Kreuzbohrungen, die wir bisher entgradet haben, hatten Durchmesser 58 μ, also 0,058 mm. Solche Geschichten gehen natürlich auch. Und was das Gute daran ist, es ist dann ein validierbarer Prozess. Weil oft fordert ja auch solche Schleifkanten, sekundär gerade in Armschleifen, Werkzeuge, alles Mögliche mit Bürsten entgradet. Aber wenn Sie aus der Branche kommen, dann wissen Sie, der Verschleiß von den Bürsten ist extrem und über die Zeit wird das Ergebnis immer anders. Das ist jetzt beim Ultraschallentgraden nicht. Sie haben einen wirklich absolut validierbaren Prozess. Deshalb haben wir auch relativ viele Anlagen, wo nachher auch ein Beispielbilder kommen in der Medizintechnik. Und was da dabei wichtig ist, wir haben keinerlei Veränderung der Oberfläche, der Bauteilmaße oder der Bauteilfestigkeit. Strich, wenn Sie ein auf 3 μ geschliffenes Bauteil oder gehontes Bauteil haben, Sie tun es Ultraschallentgraden, hat es noch exakt die gleichen Maße vorher wie nachher. Es hat keinerlei Auswirkungen daraus. Ich habe vorhin gesagt, im Wasser muss man das ja davor hinhalten und muss auch wissen, wie muss ich die Sonotrode zum Werkstück stellen, damit der Grat überhaupt schwingt.
Das ist natürlich, sage ich mal, unheimlich schwierig von Hand, fast unmöglich. Deshalb haben wir in unsere Anlagen immer ein Roboterentzentrum und der Roboter macht entweder das Bauteilhandling oder er macht das Handling von der Sonotrode. Und wir fahren ja extrem nah dann an diese Gerade ran. Deshalb gibt es ein Offline-Programmiersystem, ähnlich einem Fräs-CRM-System, um das Ganze zu programmieren. Sprich, sie ladet wie immer grafischen CRM-System die Step-Datei oder sonstiges 3D-Datenfile vom Bauteil in ihr CRM-System rein, fangen die Punkte, wo sie sagen, von hier bis hier will ich einen Graden. Also sie fangen den ersten Punkt von der Kante, der letzte Punkt, tun dann eine Bahn generieren und mal den Postprozessorlauf schicken es auf die Maschine und sie können es entgraten. So ist die Philosophie dahinter. Das Herzstück dabei ist das, was ich hier in der Hand habe, ist die sogenannte Sonotrode. Das muss man sich vorstellen, das ist wie ein Drehwerkzeug in einer Drehmaschine. Die Sonotrode ist der Werkzeughalter und die Spitze vorne ist die Wendeschnittplatte. Weil wir haben vorhin schon gesagt, wir haben Kavitation. Und Kavitation ist ja auch so, wir haben zwar der Jet nach vorne wett, aber physikalisch Aktion gleich Reaktion, sprich, es geht ja immer auch ein Gegenjet nach hinten oder Gegenströmung nach hinten. Und die Sonotrode hat sonst einen extrem großen Verschleiß. Da gibt es entsprechende Funktionsschichten drauf, Beschichtungen, damit es länger hält. Aber es gibt dann auch Wechselspitzen, ähnlich Wendeschneidplatten, damit man einfach länger und prozesssicher fahren kann. Und es gibt eine riesen verschiedene Auswahl, ähnlich Drehwerkzeuge für jeden möglichen Anwendungsfall. Das sind jetzt die klassischen Sonotroden für die Außenbearbeitung. Vor allem für innen, wenn es um Querbohrungen geht, gibt es natürlich sehr viele Sonotroden oder spezielle Geschichten. Auch abgeschrägte, wo dann verdeckte Kanten entgraten können. Weil das ist ja oft auch ein Thema, dass man an manche Kanten nach dem Fertigungsprozess nicht mehr hinkommt. Und somit kann man auch natürlich Sonotroden abwinkeln und quasi um die Ecke strahlen. Solche Geschichten. Anwendungsbeispiel oder Anwendungsgebiete mit Beispielen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Part, damit Sie sich einfach was vorstellen können. Ich habe das jetzt mal sortiert ein bisschen mit Werkstoffe. Aluminium geht sehr gut zum Entgraten, alles mit Ausnahme von Reinaluminium oder AL99,9. Warum? Die ganzen Reinmaterialien, das gilt nachher auch für Kupfer, für Nickel, die Reinmaterialien, die sind ja unheimlich weich und die absorbieren die Schallwellen dermaßen stark, dass es oft am Bauteil vorher schon zu Kavitationsschäden kommt, bevor der Grat wirklich weg ist. Deshalb, wir können fast alles entgraten, nur keine reinen Materialien. Und vor allem dann nicht reines Aluminium. Rostendestelle, was ja ganz oft dann, wenn man Hydraulikindustrie hat, Hydraulikschieber, sonstige Sachen, geht sehr gut zum Entgraten. Einzige, man muss natürlich, weil das Medium sonst ist VE-Wasser, muss man Konservierungsmittel, ein spezielles Konservierungsmittel mit beigeben, damit man einfach die Rostproblematik los hat. Und dann muss man wissen, dass man natürlich da nicht gemischt fahren kann. Wenn Sie einen austenitischen Edelstahl haben und Sie haben einen klassischen Rostständer 16 MNCA5, dann können Sie ja jetzt beim Schleifen auch nicht die gleichen Schleifkörper nehmen, sondern das hat ja auch Auswirkungen sonst mit Rost. Deshalb ist es wichtig, muss man wissen, dass man immer das Wasser tauschen muss, bevor man von Rostständer zu Nicht-Rostständer Materialien wechselt. Martensitische Edelstähle, hier und da ist ein Zahnimplantatsbohrer. Das ist der Werkstoff, wo mit am allerbesten geht. So klassischer 40-34, 40-21, die klassischen hartbaren Stähle für auch alle möglichen Schneidgeschichten, wo es ja gibt, vor allem in der Medizintechnik. Das geht sehr, sehr gut zum Entgraten. Dieser Zahnimplantatsbauer, wo rechts ist, der hat irgendwo Prozesslaufzeit unter 50 Sekunden in der Zwischenzeit. Vom Augenblick, wenn er es vom Ladungsträger wegnimmt, bis er es
über den Sensor erkannt hat, wo die genau die Schneiden sind, die Schneiden komplett entgratet hat, wieder getrocknet hat und wieder abgestapelt hat auf seinem Ladungsträger. Austenitische Edelstähle funktionieren auch, muss man sich aber vorstellen, das ist gleich wie beim Zerspannen. Wenn Sie viel Nickel drin haben, geht es beim Zerspannen schlecht. Sie haben eine langsamere Schnittgeschwindigkeit. Und ähnlich ist bei uns auch, dort wo Sie beim Zerspannen eine langsamere Schnittgeschwindigkeit haben, haben wir auch eine längere Prozesslaufzeit beim Entgraten. Funktionieren tut alles, aber in 43,05 geht natürlich viel, 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 viel schneller wie in 44,41. Das war das Ursprungsprojekt ja aus dem Jugendforschgeschichte Titan. Auch die meisten realisierten Anlagen, wo wir haben, sind Titan, Knochenimplantatschrauben, schneidend, nicht schneidend, sonstiges. Geht in der Zwischenzeit sehr gut, das stimmt schon immer. Also wir haben jetzt mehrere Projekte, wo wir auch deutlich unter einer Minute pro Implantat zum Entgraten sind. Und das ist natürlich 24/7 fähig. Das ist ja der große Unterschied dann zum Handentgraten. Tendenziell ist es so, die Prozesslaufzeit ist immer ähnlich lange wie beim Handentgraten. Mit dem großen Unterschied, dass natürlich beim Handentgraten sehr effektiv vielleicht 6 Stunden am Tag jemand das von Hand sauber entgratet und die Anlage auch 24 Stunden durchläuft. Sonderlegierungen gehen natürlich auch. Das ist gleich alles, was ihr quasi zerspannen könnt, ohne Aufbauschneide, das können wir auch entgraten. Auch dann Kunststoffe, aber wir sind hier auf der Schleifmesse, da gibt es weniger um Kunststoffe. Aber Kunststoffe, ob Standard hier PE oder PEEK oder auch Glasfaser verstärkt, geht eigentlich sehr gut mit Ultraschall zum Entgraten. Das ist jetzt eher wieder das Metier. Die Bauteile tun wir auch ähnlich oder sowas tun wir bei uns gerade auf dem Stand entgraten. Das sind Hydraulikschieber von Linde Hydraulik. Da geht es darum, die Bauteile sind ursprünglich erst gedreht worden. Dann sind sie TEM entgradet worden für die innerliegende Gerade von den Querbohrungen. Dann sind sie einsatzgehärtet worden. Dann sind sie geschliffen worden. Und dann sind sie mit so einer Bürstenmaschine entgratet worden und dann sind sie noch imprägniert worden wegen der Rostproblematik. Jetzt ist es so, die werden gedreht, einsatzgehärtet, geschliffen. Und wir tun dann das fertige Bauteil innen mit der grünen Sonotrode, wenn sie bei uns am Stand sind, außen mit der brosener Sonotrode entgraten. Und gleichzeitig ist das Bauteil noch perfekt gereinigt und imprägniert. Weil wir haben ja im Wasser bei den rostenden Materialien dieses Aviamedacurin drin als alkalisches Konservierungsmittel. Somit kann man eigentlich aus ursprünglich 3 Prozessschritte einen einziger machen. Und da gibt es natürlich, sage ich mal, relativ gute Ergebnisse. Wir haben auch dort Geschichten gemacht, wo ein Kunde Restpartikelanalysen gemacht hat und wir haben nichts mehr drauf gehabt, größer 2 μ auf den kompletten Hydraulikschieber. Oder was auch ein zweiter Anwendungsfall ist, wo wir mehrere Projekte schon realisiert haben, das sind Mikroteile. Weil wenn es jetzt gerade hier, das ist ein Optikträger für eine Canon-Spiegelreflexkamera, das ist natürlich. Und wenn Sie dort entsprechende Gerade, wo Sie hier sehen, dran haben, das ist natürlich schwierig. Das können Sie nicht gleitschleifen, das können Sie nicht temmengraten. Das können Sie eigentlich mit nichts bisher wirklich prozesssicher machen. Solche Sachen gehen gut. Da ist die Hauptproblematik nicht das Entgraten. Das Entgraten von den Teilen ist in 10 Sekunden erledigt. Das Problematik ist das Spannen. Wie spanne ich ein solches Mikroteil? Und da muss man am meisten Hirnschmalz reinstecken, sage ich immer. Wie kann ich solche Mikroteile spannen, damit ich die wirklich sauber prozesssicher entgraten kann? Die kleinste Bohrung, wie gesagt, wo das Bauteil gehabt hat, dieser Optikträger, war Durchmesser 58 μ. Hier sind jetzt verschiedene HSS-Werkzeuge, das ist ein anderer Anwendungsfall. Das ist jetzt lauter Geschichten außen nach dem Schleifen. Wir haben jetzt aber auch 2 Projekte, wo wir die innere Kühlmittelzufuhr innen entgraten. HSS-Werkzeuge ist eigentlich für uns gerade
ein sehr heißes Thema mit sehr, sehr vielen Projektanfragen, weil das ja immer wieder ein Thema ist zum Ding. Hartmetall müssen wir bisher leider immer ablehnen, da der Kunde ja immer eine gewisse Verrundung will von ein paar Mühe, die wir nicht hinbekommen. Wir haben sehr viele Versuche schon gemacht mit abrasiven Medien im Wasser. Das funktioniert, wir bekommen sogar eine saubere Verrundung hin, nur ist der Kavitationsverschleiß dann von den Sonodroden dermaßen hoch, dass es wirtschaftlich nicht abbildbar ist. Aber hier sehen Sie ja verschiedenste Bauteile, wo es quasi um geschliffene HSS-Geschichte geht. Und was sehr gut ist, was sind denn unsere Wettbewerbsverfahren bei vielen von den Anwendungen? Geht es gegen Hochdruckwasserstrahlengraten und geht es gegen ECM-Entgraten. Unsere Anlagen haben eine Stromaufnahme, je nachdem, zwischen 2 und 6 kVA. Maximale Stromaufnahme mit einem durchschnittlichen ED von unter 50%. Das bedeutet, die Stromkosten sind im Vergleich zu Hochdruckwasserstrahl oder zu ECM-Entgraten hemiopathisch. Und deshalb gibt es auch nach dem Modul 4 von der BAFA entsprechend Forderungen. Und die kann sich bei manchen Anlagen auf bis zu 60.000 Euro belaufen. Und wenn Sie jetzt eine Anlage kaufen, wo, sage ich mal, 150.000 Euro kostet und Sie bekommen nur 60.000 Euro Forderung, dann ist das betriebswirtschaftlich meistens relativ einfach abbildbar. Das ist schon mein ganzer Vortrag gewesen und ich hoffe, dass jetzt möglichst viele Fragen kommen. Ich sehe schon ein paar auch bekannte Gesichter unten. Herr Münz, vielen Dank. Ich habe sehr gebannt zugehört. Ich habe, glaube ich, wahrgenommen, dass es auch im Auditorium so ist. Zunächst mal Respekt an den Junior und seinen Kumpel, die das losgetreten haben und auch an Sie, dass Sie das dann so wirklich in die Praxis bekommen haben bei solchen jungen Leuten, da zähle ich Sie auch dazu, ist mir nicht Angst und Bange um den Wirtschaftsstandort und Technologiestandort Deutschland. Also toller Vortrag. Jetzt genau die Frage in die Runde. Gibt es Fragen, die Sie hier gerne im Publikum loswerden wollten? Mein Kollege kommt gerne mit dem Mikrofon bei Ihnen vorbei. Ja, hallo, interessanter Vortrag. Vielen Dank dafür. Sie sprachen ja diesen Sonotronenverschleiß an. Können Sie dazu noch mal ein paar Worte sagen? Auch das vielleicht ein bisschen mit Kosten beziffern. Was kommt da auf Kosten, auf den Kunden zu? Also wir haben, egal ob Sie direkt beschichtete Sonotronen nehmen, die länger halten dann, oder mit den Wechselspitzer, kalkulatorisch müssen Sie zwischen 2 und 3 Euro die Stunde Werkzeugverschleiß mit einkalkulieren. Das ist ungefähr ähnlich, wie Sie es an einer Fräsmaschine auch einkalkulieren müssen. Das ist so ungefähr mal rein verkalkulatorisch, weil es natürlich die Kavitation geht nicht spurlos vorüber. Wir haben dort ein gewisser Verschleiß und das kann man, wenn man das alles umrechnet, so über den Daumen 2 bis 3 Euro pro Stunde. Danke. Das heißt, wie viele Stunden würde so eine Sonotrode halten? Kann man das sagen? Eine solche Wechselspitze, die hält zwischen 20, 30 Einsatzstunden, okay, und kostet 38 Euro. Mhm. Also es kommt theoretisch ist viel weniger, aber ja, es geht vielleicht auch mal die Sonotrode selber kaputt. Mhm. Deswegen ist es gesamt um die direkt beschichtete Sonotroden, die ist, da sind wir irgendwo im Bereich von 150, 200 Stunden, kostet dann aber auch je nach Größe 280 bis an die 500 Euro. Aber es kommt dann immer, also auf die 2 bis 3 Euro pro Stunde, was ungefähr Verschleiß reinkommt. Okay. Aber das klingt jetzt viel, aber wenn es ja jede Dreh- und Fräsmaschine kommt aufs Gleiche raus. Genau, genau. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist oder Sie Dinge haben, die das Publikum nicht hören soll, Herr Münz ist wahrscheinlich noch ein paar Minuten da oder Sie kommen einfach zum Stand. Wo war er nochmal?